Dass der Michi ist ja süß. Ja, ist eigentlich ganz schön. Gucken mal, ich weiß nicht, ob vielleicht sagen die auch, Alter, du darfst da nicht hoch, du bist einfach nur hässlich. Hat er nicht viele Stufen? Schätze ich. Aber hier ist auch direkt ein Café, das ist ja herrlich. Café am Michel ist ja super gut. Du bist hässlich. Sorry. Du bist zu hässlich, sorry, du kommst hier nicht rein. Ey, wenn es mein Turm wäre, also so ein richtig schöner Body-Shaming-Turm. Du bist hässlich, du kommst nicht rein, du bist zu dünn, gefällst mir nicht. So. Chat, ich packe euch mal kurz einmal weg, ja? Wisst Bescheid. Besuchszentrum. Da muss ich hin. Da vorne. Besuchszentrum. Ist es das Gebäude? Chat? Bitte ab in Gottes Haus. Ja, ja. Komm mir so. Das ist meine Mütze. Ihr wollt auch den... Ich weiß nicht, wo ich ein Ticket bekomme. Vielleicht in dem Haus? Wo gibt's ein Ticket? Pfarrhaus, Gemeindehaus? Warum steht das da nicht? Das da, ne? Wahrscheinlich genau andere Seite. Schätze ich mal. Nee, rechts vom Eingang, da war nichts. Ich gehe jetzt einfach mal hin rum. Mann, die wollen doch da oben drauf. Alter, Martin Luther. Geil, ey. Hat er auch eine coole Mütze auf? Soll ich überprüfen? Alles klar. Und damit ist die Welt wieder in Ordnung, Chat. Das ist ja so typisch Hamburg. Eine Attraktion haben, aber Tickets verstecken, ja? Habt ihr schon recht. Ja gut, das Gebäude ist auch fertiger. Da wird schon sein. Ich lieb's auch. So, ich hole mir jetzt ein Ticket. Oh. Danke. Überraschend. Thank you.
Ich hätte gerne auch ein Ticket für den Turm. Mit Karte. Hier? Nö, ganz normal. 8 Euro. Ja. So. Super. Bitte schön. Ja, ich hab's schon gelauscht. Und rechts der Hand 452 Stücke. Und wenn sie nicht im Rucksack haben, dann ist so eine Doch mit drauf. Ja, und die sind schließlich. Ganz lieb. Danke. Okay, okay. Danke, bis dann. Tschüss. Schüler, Leute. Geil. So, Ticket haben wir. Turm Erwachsene, 8 Euro. Ist gekauft. So, Ticket. Alter, das ist ja der krasseste Fahrstuhl aller Zeiten. Das ist ja der krasseste Fahrstuhl aller Zeiten. Kann man, aber kann auch zu Fuß gehen, das machen wir gleich. Ich weiß nicht, dass es so hoch geht. Jetzt erstmal gucken.
Das ist ja nur Hammer hier oben. Chat? Seid ihr da? Guck mal, wie geil, ey. Hammer. Da rechts, also da, da ist die Hafen City. Und da ist die Elfie. Gucken wir uns das mal an. Hammergeil. Okay, hat sich mega gelohnt. Okay, das macht Bock. Oh, Handy halt, ja, ihr habt recht. Habt ihr noch Mucke? Oh, der Schornstein da hinten. Geil, hier ist niemand. Das ist ja hammergeil. Berliner Tor, Altstadt, Habsee, Billbrook. Jetzt gucken wir mal. Da hinten. Jetzt links im Dach, mal für die Bahn. Das ist die Alster. Da sind wir letztes Mal gelatscht. Wo ist der BTV? Gucken wir uns gleich an. Das ist ja nur geil hier. Da war die Alster letztes Mal, die ganzen Möwen. Die waren da links. Der ganze Handy. Ja, ihr habt recht, aber auch für die Unterhaltung. Wie hoch bist du? Das ist schon da auf dem Aufzug 100 irgendwas Meter. Und es geht noch höher. Für die richtige Geilen geht es noch ein bisschen höher. Norden. Okay, das ist der Blick nach Norden. Norden. Heinrich-Hertz-Turm, das ist der Fernsehturm. 300 Meter fast hoch. Das ist richtig schön hier oben. Ich nicht so erwartet. Richtig geil. Chat, es hat sich gelohnt. Hat sich richtig gelohnt. Also Alster ist da vorne. Ja, wir sind da links rumgelatscht. Da eigentlich genau so, wo ihr gerade drauf guckt. Da sind wir an der Alster lang gelatscht. Da waren die Möwen letztes Mal. Da ist der Fernsehturm, davor sind noch die Messehallen, da war ich mit Walle, tatsächlich. Da, guck mal, hier sind wir gerade gewesen, da ist der Bunker, seht ihr den? Ja klar, seht ihr den, da ist der Bunker, da ist das fette Heiligen Geistfeld, da sind wir gelatscht. Und Rocket Beans, warte mal, da ist das Mövenpick Hotel da vorne. Rocket Beans müsste quasi, wenn ihr jetzt zwischen Bunker und Mövenpick Hotel guckt, da müsste irgendwo Rocket Beans sein. Wo ist Bismarck? Ja, der müsste. Der, okay, Bismarck dreht uns den Rücken zu. Bismarck ist hier vorne. Der hat gar keinen Bock auf uns. Johnny Bismarck, seht ihr das? Wie er uns einfach den Rücken zudreht. Tanzende Türme, dahinter ist die Reeperbahn. Ne? Guck mal, da ist das Five Guys. Das ist die U-Bahn-Station St. Pauli. Dahinter ist das Five Guys und die tanzenden Türme. BTV im Wald. Vor Pinneberg aber noch. Stadion, ja genau. Respektlos von ihm. Schön, oder? Richtig schön. Bismarck ist beleidigt. Gucken wir nochmal den Hafen an. Jetzt gucken wir Richtung Westen. Wir sehen den Airbus Firmenflughafen. Der ist da hinten. Da ist eine U-Bahn-Station direkt am Hafen. Guck mal, da bauen sie Schiffe.
der Werft. Es macht Bock, oder? Chat? Blum und Voss. Da vorne sind die Landungsbrücken. Direkt am Wasser, diese Gebäude mit den grünen Türmen, mit den grünen Dächern. Landungsbrücken. Ah, Gott. Das ist laut, alter Schwede. Ultra erschrocken. Alter Vater. Abo-Alarm, das ist ja geil. Junge, der wäre fast das Handy runtergefallen. Der alte Elbtunnel ist da, dieses runde Gebäude. Direkt mittig jetzt. Immer nicht das Handy fallen, das war auch knapp. Knappe Nummer. Das runde Gebäude, ne? Das ist der Elbtunnel. Der alte Elbtunnel. Kannst du so durchgehen. Und dann ist da auf der anderen Seite so ein guter Spot zum Grillen. Ich glaube tatsächlich da bei den Gebäuden jetzt in der Mitte. Krogen Matzenalp Elite 4. So ist es. Was haben wir hier? Jetzt gucken wir in den Süden. Der Fahrradfahrer fährt geil. Nächste Woche ist Boot fahren. Ja, machen wir. Guck mal, das ist ein alter Raddampfer. Alt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Das müsste das. Ist nicht das. Das ist doch das Portugiesenviertel, oder nicht? Ich glaube, das ist das Portugiesenviertel. Da hinten ist dann schon die Kühlbrandbrücke. Hier geht das rüber. Seht ihr den Zacken da im Hintergrund? Da bei den Schornsteinen. Diese Autobahnbrücke, das ist die Kühlbahnbrücke. Obergeil, oder Chat? Guck mal, wie schön, das sieht alles aus wie aus einem Miniatur-Katalog. Obergeil. Allein diese Einstellung mit dem Personenschiff da unten, das könnte ich mir die ganze Zeit angucken. Das ist sehr beruhigend. Die Möwe davor. Hat der Michel Fall Damage? Nee, ist aus. Fall Damage ist aus. Ja, im Dock ist eine mega krasse Luxusjacht, auch safe. Ich glaube, höher kann ich nicht gehen, Chat. Der ist abgesperrt. Kein Zutritt, steht da auch. Kannst du nicht. Achso, da sind die Musicals. König der Löwen. Warum hat RBTV kein Boot? Wen haben wir da? Cap San Diego. Schon ganz geil. Ich mag, glaube ich, den Blick gerne. Dann ist der Bahnhof. Sieht schon geil aus. Der Turm ist ja safe. Wobei wir sind ja, ja doch safe. Wir sind ja aber nicht ganz oben, ne? Danke für diese Bilder, Co. Ja, sehr gerne. Ich war ja auch noch nicht hier.
freue mich, dass gleich die U-Bahn weiterfährt. Unten im Bild. Das wird schön sein. Darauf freue ich mich. Jo. Wollt ihr noch was sehen, Chat? Muss ich euch noch was zeigen? Dann gehen wir runter. Ist arschkalt. Mach ich für euch. Nee, hör, geht nicht. Das können wir mal essen oder was? Kann man hier essen? Weird. Wie spät haben wir es, Chat? Gleich wird es richtig laut, oder? Hä? Das ist mechanisch oder was? Wirklich, das hätte ich nicht erwartet. Das ist Panel da unten. Das ist ja Hammer. Okay, das ist geil. Bewegt sich alles. Alle 30 Sekunden, ja, habe ich auch gelesen gerade. Diese Geräusche hier. Das ist ein Resident Evil jetzt. Und dann gehen, wo gehen dann diese Seile hin? Nach oben? Nee, nach unten wahrscheinlich. Kann ich noch tiefer gehen? Wo sind denn die Glocken? Sind die hier? Nee. Sind die ganz oben, ne? Ja klar. Ist nicht dumm? Natürlich sind die ganz oben. Hör.
denn der Dungeon Boss? Ja, dann bleiben wir so lange hier, bis es schellt, bis es schallert. Wie lange haben wir denn noch? Wann schallert es denn hier so richtig? Die geht auch nicht richtig. Geht die Uhr korrekt? Kann ich meine... Das ist nicht... Wie spät ist es jetzt? Bin ich verwirrt. Kann ich eine Uhrzeit bekommen, bitte? 13:55, dachte gerade schon. Fünf Minuten noch hier stehen? Ist ja übelst langweilig. Geht hier sonst nichts? Ja, nee. Also man kann, das ist der Aufzug, der hier so speedmäßig durchknallt. Wir gehen einfach nach, wollen wir nach oben gehen so lange? Was findet ihr besser, Chat? Das Zahnrad angucken oder oben? Oben sein, wenn es beschellert. Durch Fernrohr gucken. Fackelt alles. Die mag ich, Leute. Die mögen wohl den Zaun.
Tauben ist es egal. Voila. So, Speedrun-mäßig nach unten. Null. So, da sind wir. Hier. Geil. Bring me down. Geil. Minus 1 Grad. Deswegen ist mir auch so kalt. Minus 1 Grad.